Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach einer längeren Zeit. Ja, es tut mir leid, dass so lange kein Video mehr kam, aber irgendwie kam ich nie dazu. Keine Motivation und ich war im Urlaub und es ist so heiß. Oh mein Gott. Oh, hell no! Ach ja, genau. Und heute steht wieder was ganz Tolles an, weil ich habe mir so in letzter Zeit ganz viele Videos auf YouTube angeguckt. Hä? Hä? Und ich habe so ein paar Videos gesehen, da haben so die Leute so sich selber getestet auf diese Seite testedich.de und das möchte ich jetzt gerne auch machen. Nö. Und ihr habt es ja schon an meinem Titel gesehen. Und zwar, da steht ja, dass ich quasi in einer Serie mitspiele, aber tut mir leid, Leute, das stimmt nicht. Are you crying? Ich habe nur so einen Test gefunden, da kann man so testen, in welche Serie man gut reinpasst und das möchte ich jetzt gerne machen. Ich suche jetzt eben diesen Test raus, weil ich mache auf meinem Tablet und ich werde das auch direkt aufnehmen. Also so eine Bildschirmaufnahme. Okay, ich habe jetzt einen Test rausgesucht und zwar in welcher Nickelodeon-Serie solltest du mitspielen? So ist es aber korrekt. Die erste Frage ist, welche Farbe ist am schönsten? Okay, was hat das jetzt mit Serie zu tun? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Egal, also meine Lieblingsfarbe ist natürlich Pink, weil ich oft Pink trage. Die zweite Frage, wähle spontan ein Wort. Hä, hey, ich frage mich, was das überhaupt mit Serie zu tun hat. Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt einfach mal freigenommen, weil die anderen hätten jetzt nicht so zu mir gepasst. Außer vielleicht Sport, weil ich Sport mache. Wow. Dritte Frage, was ist dir am wichtigsten? Meine Zeit, meine Ziele, meine Familie, meine Freunde, meine Leidenschaft. Meine Zeit? Nicht so. Meine Ziele? Doch, die sind mir schon wichtig. Meine Familie ist mir auch wichtig, meine Freunde sind mir auch wichtig, meine Leidenschaft ist mir eigentlich auch wichtig. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ich entscheide mich für meine Ziele, weil... Vierte Frage, was darf dir in der Serie nicht fehlen? Spannung, Hummer. Was bedeutet Hummer? Verzwichte Lagen, Geheimnisse. Geheimnisse? Ich finde, die Geheimnisse dürfen in der Serie natürlich nicht fehlen. Ich glaube, keiner hätte eine Serie ohne Spannung geguckt, also glaube ich eher Spannung. Fünfte Frage. Die Freizeit würde ich wo verbringen? In meinem Geheimversteck, in einem Restaurant, bei einem Footballspiel, irgendwo, wo Musik gemacht wird, bei mir zu Hause. Ich verbringe meine Freizeit eigentlich mit meinen Freunden und bei meinen Freunden zu Hause, aber doch nicht in einem Restaurant. Warum? Ich sag einfach bei mir zu Hause, weil ich finde, die anderen Sachen ergeben für mich nicht viel Sinn. Sechste Frage, wie wäre deine beste Freundin? Meine bester Freunde wäre dunkelhäutig. Mein bester Freund wäre älter als ich. Meine beste Freundin ist nicht unbedingt schlau, aber lustig. Ich habe mehrere... Ey, was ist eigentlich los mit der Grammatik? Ganz ehrlich, das geht nicht. Meine zwei besten Freunde sind männlich. Meine besten Freunde, die ich natürlich jetzt habe, sind nicht unbedingt schlau, aber lustig. Siebte Frage. Die Haupthandlung sollte sich umdrehen. Um ein Mädchen handeln, was selbstsicher ist und ihren Traum verwirklicht. Egal, was andere sagen. Ein Jungen, der ein Sidekick von einem Superhelden ist. Ein drei beste Freunde drehen, die viel anstellen. Eine Klasse mit einem extrem coolen Lehrer. Eine Familie mit einem Geheimnis handeln. Ich glaube jetzt eher ein drei beste Freunde drehen, die viel anstellen, weil... Achte Frage. Wähle ein Tier. Hund, Katze, Hase, Waschbär oder Vogel. Ich würde natürlich die Katze nehmen, weil ich selber welche habe. Neunte Frage. Die Feinde sollten welche sein? Böse Menschen, die ins Gefängnis gebracht werden müssen. Lehrer, Bösewichte mit Superkräften, die besiegt werden müssen. Oder andere Sporttiere. Also ich habe jetzt genommen, dass ja drei beste Freunde nicht so gute Sachen machen, dann würde ich jetzt eher irgendwie... Ich mache einfach andere Sportteams. Zehnte Frage, wähle eine Zahl. 4.
Okay, Leute, jetzt kommt die Auswertung und ich glaube, da kommt jetzt irgendeine Serie, die ich eigentlich gar nicht kenne. Herzlichen Glückwunsch, du würdest am besten in die Serie 100 Dinge bis zur Highschool passen. Ich glaube, diese Serie habe ich sogar schon mal geguckt. Irgendwie einmal, aber sonst kenne ich die nicht. Aber Leute, bei dieser Serie werde ich ganz sicher nicht mitspielen, weil ich diese Serie nicht kenne. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns nicht in 3 Wochen. In höchstens 3 Tagen sehen wir uns wieder. Das kommt nicht mehr vor, Leute. Ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos machen. Es lag einfach daran, dass ich im Urlaub war und es ist so warm draußen und ich weiß nicht. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis in 3 Tagen.